Seit Sonnabendnachmittag suchen Einsatzkräfte im Neuklostersee bei Wismar nach einem vermissten Wassersportler. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann von einem Paddelbrett, einem sogenannten Stand-up-Paddling-Board, ins Wasser stürzte. Der 50-Jährige sei daraufhin noch im See geschwommen. Danach habe die Zeugin ihn aber aus den Augen verloren und die Polizei informiert. Aufgrund der schwierigen Bedingungen setzen die Rettungskräfte auf spezielle Einsatztechnik. Ja, die Schwierigkeit hier besteht eben darin, dass der Bereich, in dem die Person dann ins Wasser gefallen ist, sehr starke Strömungen herrschen. Und da ist es eben so, dass die Person dann, wenn sie unter Wasser ist, eben eine ganze Strecke eben treiben kann. Darum haben wir eben zwei Boote hier im Einsatz mit Sonargeräten. Außerdem waren Taucher und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Die Chance, den Vermissten noch lebend zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde.